Minecraft bekommt immer wieder Updates. Dass dabei mal das ein oder andere Feature verloren geht, ist uns allen klar, würde ich sagen. Aber welche Funktionen hat Mojang in den letzten Jahren von Minecraft entfernt? Das und viel mehr schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Das ist die seltenste Struktur in Minecraft und nicht nur, weil sie nicht mehr existiert. Selbst als sie im Spiel vorhanden war, waren diese riesigen Ziegelsteinpyramiden seltener als die heutigen Waldanwesen. Man konnte sie nur während der Inf-Dev-Phase von Minecraft finden, was allein schon schwer genug war. Glücklicherweise erscheinen diese Strukturen in der Inf-Dev immer an derselben Stelle. Somit ist es relativ einfach, wenn man weiß, wie diese Pyramide zu finden. Früher, wenn ein Creeper explodieren wollte, rannten Mobs in der Nähe davon. Das macht eigentlich Sinn, oder? Selbstschutz und so. Aber der eigentliche Grund, warum diese Funktion schließlich entfernt wurde, war, dass sie zu erheblichem Lag geführt hat. Es scheint zwar einfach zu sein, dass ein Mob wegläuft, wenn ein Creeper kurz davor ist zu explodieren, aber dafür mussten die Mobs ständig überprüfen, ob sich ein Creeper in der Nähe befindet und ob dieser kurz davor ist zu explodieren. Und wenn alle Mobs im Spiel das gleichzeitig bei jedem Tick überprüfen, ist es kein Wunder, dass es zu viel Lag kam. Diese Funktion wurde deswegen auch nie wirklich implementiert. Bevor der Trampelpfadblock zu Minecraft hinzugefügt wurde, sahen unsere Dörfer ganz anders aus. Ursprünglich hatten sie Straßen aus Kies, aber seitdem der Trampelpfadblock hinzugefügt wurde, sieht man Kies auf diese Weise nicht mehr. Diese Minecraft-Dorfbewohner existieren nicht mehr, oder zumindest nicht in dieser Form, denn vor Version 1.14 kleideten sie sich ganz anders. Heutzutage ist es ja bekanntlich sehr einfach herauszufinden, welchen Beruf ein Villager hat, und zwar basierend auf deren Kleidung und um welchen Arbeitsblock sie herumtanzen. Früher war das aber ganz anders, denn da trugen die Villager verschieden gefärbte Mäntel, ob es nun pink, grün oder das ikonische Weiß der Mäntel war. Die Villager hatten immer zufällige Trades. Aber vielleicht der größte Verlust aus der Zeit vor der 1.14 ist die Tatsache, dass Villager früher keine Arbeitsstation brauchten, um ihre Trades wieder nachzufüllen. Als Delfine zu Minecraft hinzugefügt wurden, kamen sie mit einem kleinen Bug. Es war nämlich möglich, Delfinen eine Rüstung anzulegen. Man konnte sie zwar nicht sehen, da sie nicht gerendert wurde, aber wenn man versuchte, den Delfinen Schaden zuzufügen, merkte man je nach Rüstung und Verzauberung auf der Rüstung recht schnell, dass die Effekte dieser Rüstung auf den Delfin und auf den Spieler Wirkung hatten. Diese geheime Funktion wurde zu Minecraft hinzugefügt, nur um kurz darauf entfernt zu werden. Für einen kurzen Zeitraum während der Version 1.7 konnte man in den Einstellungen eine Funktion namens Super Secret Settings finden. Wenn man darauf klickte, wurden verschiedene Shader-Optionen für Minecraft angezeigt. Die verschiedenen Einstellungen waren seltsam, um es gelinde auszudrücken. Man hatte alles, von pixelig, schwarz-weiß bis hin zu einem über Kopf dargestellten Spiel. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass Minecraft überhaupt noch pixeliger werden konnte. Aber diese frühe Einführung von Shader-Effekten für das originale Minecraft wurde schnell entfernt. Und das Schlimmste ist, dass wir nie herausfinden konnten, wie weit sich das noch entwickelt hätte. Stellt euch mal eine Welt vor, in der wir keine Mod brauchen, um Shader-Packs zu installieren. Die Version 1.7 hatte auch noch eine kleine andere Änderung auf Lager. Und zwar hatten wir früher kleine rote Blumen. Die hießen Rose. Aber diese kleinen Rosen bekamen mit der 1.7 einen anderen Namen, und zwar Mohnblume. Obwohl man mit Texture Packs wie Vanilla Treaks den Namen wieder ändern kann, ist es schade für unsere Eisengolems. Sie geben den Dorfbewohnern jetzt nicht einmal mehr Blumen. Diesen Gegenstand kann man nicht mehr herstellen. Vor Minecraft 1.9 gab es jedoch eine Möglichkeit, einen verzauberten goldenen Apfel herzustellen. Dafür musste man einen hohen Preis zahlen, indem man 8 Goldblöcke und einen Apfel im Crafting Table zusammenfügt. Bedenkt man, dass man heutzutage diese Äpfel nur noch in seltenen Kisten finden kann, würde ich es lieber auf die alte Art und Weise tun und eine Goldfarm aufbauen. Dann wäre es eine Frage des Könnens und nicht des Glücks. Ja Leute, und das waren verschiedene Funktionen, die aus Minecraft mit der Zeit entfernt wurden. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, welches Feature ihr davon am meisten vermisst und gebt mir eventuell ein bisschen Input, welche Features ich noch vorstellen kann, die auch entfernt wurden. Hier links in dem Video zeige ich euch, wie Minecraft sich über die vielen Jahre der Entwicklung zu dem Spiel gewandelt hat, das wir heute kennen. Unbedingt draufklicken. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und ciao Leute.